Ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Map-Angeschaut, die Arkansas von Amerika. 94 MB im Download, das Ganze von Samuel Batista Modding Slots. Gucken wir uns gleich an. Auch hier wieder so komische Amerikaner-Übersetzungsfehler, wo auch immer der herkommt. Arkansas, ein US-Bundesstaat. Entsprechend auch hier ein bisschen amerikanisches Setting. Das ist der Starthof, Silos, Scheune, Unterstände, Hühnerstall, Farmhaus. Auf der anderen Seite geht es noch weiter mit dem Kuhstall, nochmal Unterstände, Schildkuhhalle, Fahrsilo. Soweit, so gut verkehrsverbaut. Soll das so? Die stehen jetzt hier bis zum Sandnimmerleinstag. Ja, überall mal so ein paar Häuschen dazwischen. Hier ist Feldweg, Wanderweg, Fragezeichen. Soll wahrscheinlich befahrbar sein, ne? Weil, doch, das ist das Feldwegsystem. Jo. Hier ist es dann auch so ein bisschen mehr feldwegmäßig. Vielleicht hat er das weggelassen, weil sah da nicht gut aus. Aber ja, keine Ahnung. Wie dem auch sei. Hier haben wir den die Sägemühle. Die Trigger hier irgendwo in der Gegend. Okay. Gut. Eine Molkerei, amerikanischer Stil. Wie gesagt, überall sind ein bisschen die Häuser dazwischen. Hier haben wir die Getreidemühle. Wieso hat er da jetzt noch mal einen eigenen Trigger? Zwei Trigger und nicht die der Mühle selbst. Moment. Wir gucken auf die Karte. Da haben wir sie. Wir haben Standardgröße, relativ viel Fläche, die nicht verbaut wurde. Kann man die kaufen? Kann man kaufen. Schlappe 10 Millionen. Gut. 19, 20, 21, 24, 26 Felder von, was haben wir hier? Oh, 0,5. Wahrscheinlich so das kleinste 0,4 bis 2,5 bis 8, ja, bis 8 Hektar. Und, ja, von klein bis ganz große Maschinen, alles dabei. Naja, ganz große, eher nicht. Hier sind auch irgendwelche Relikte auf der Minimap. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. An den Stellen ist einfach nichts. Ich weiß nicht, hier auch. Keine Ahnung, ist auch nicht erklärt. So, was haben wir gesehen? Hier ist noch ein Einkaufszentrum. Ja, so sehen Einkaufszentren aus, meine Damen und Herren. Weiß nicht, ob das dann auch ein Übersetzungsfehler ist. Aber das ist eigentlich das Bahnsilo, ne? War das das Bahnsilo auf der Oberung? Ich glaube ja, ne? Hier rein, raus und auf der Seite eigentlich die Zugbeladung. Hier ist es jetzt einfach eine Verkaufsstelle und das ist das Einkaufszentrum. Dann haben wir hier markiert Wälder. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Aber wir wollten ja eigentlich gucken. Da war die Schreinerei, Müslifabrik, Zuckerfabrik. Wo waren wir denn eben? Da unten waren wir. Sägewerk, Bäckerei, Farmers Market. Ach, der hat jetzt hier, das ist gar nicht die Getreidemühle im Grunde, das ist jetzt der Farmers Market. Dennoch irgendwie merkwürdig, dass hier zwei Träger sind. Okay, zweimal den Farmers Market drin.
hat das was zu bedeuten? Hier war da auch noch einer, oder? Ja, da ist nochmal Johnson's Farmers Market. Okay, also irgendwie, da ist nochmal ein Supermarkt. Das ist auch wirklich ein Supermarkt. Ja, ihr seht, die Grundstücke sind meistens umzäunt, aber insgesamt wenig detailliert. Hier ist auch, bis auf den Straßenverkehr, ja gut, hier läuft tatsächlich mal jemand rum. Die Grundstücke, ja, irgendwo zwischen doch noch ganz ansehnlich und leblos. Nicht zu verwechseln mit lieblos. Denn da hat er sich doch schon, also da ist durchaus ein bisschen Mühe zu erkennen, auch wenn das 1, 2, 3 Mal das gleiche ist und gespiegelt bzw. gedreht. Aber okay, er hat sich einmal Mühe gegeben. Das soll gar nicht abfällig klingen. Er hat sich nicht drauf konzentriert. Straßen, ja, bis auf die Ecke da beim Hof. Weitestgehend solide. Beschilderung ist da. Wir haben ein Fastfood-Restaurant. Ja, USA ist zu erkennen. Arkansas, ganz ehrlich gesagt, habe ich wenig bis gar keine Ahnung. Der Übergang nicht so schön. Ja, Wälder. Ja. Wälder. Ja, sind als Wälder zu erkennen, es ist Waldboden da. Es ist halt relativ einfach gehalten. Es sind, wie gesagt, viele, viele freie Flächen auf der Karte. Felder sind helferfreundlich. Klein und oder relativ klein und helferfreundlich. Hier ist der Fahrzeughändler, ist auch ausreichend Platz da. Auf der anderen Seite haben wir Schneiderei, hier ist auch irgendwas merkwürdig. Hat er die zweimal dahingesetzt? Guck mal, da blitzt irgendwas anderes durch. Oh, hier rutscht es ein Stück rüber. Es sieht so aus, als hätte er die zweimal gesetzt. Aber es scheint das gleiche Gebäude drunter zu liegen. Irgendwas komisches. So, das war dann hier die Ecke. Da war die Pizzeria, das Fastfood-Restaurant. Da ist nochmal ein Farmers Market, da ist ein Supermarkt. Dann haben wir hier Red Marble Bowling. Okay, das kennen wir von der Obé Laurent. Aber warum? Warum setzt man das dann so hin und, weiß ich nicht, wenigstens einen kleinen Weg oder da meinetwegen hoch glatt planieren? Naja, gut, hat vielleicht irgendwo einen Ursprung, aber wenn man dann jetzt hier rauskommt, das als Ablagestelle nimmt, ja, Vegetation ist ein bisschen da, aber es ist eigentlich auch einfach nur irgendwie hingeklatscht, ohne sich Gedanken zu machen, ob man jetzt die Fläche vielleicht noch hätte verwenden können, bewusst dagegen entschieden oder dann gesagt, na gut, komm, das steht ja so weit, dann hauen wir die jetzt raus, damit sie noch rauskommt. Das ist wirklich der Johnson's Farmers Market. Aber der heißt wahrscheinlich nicht so. Doch, der heißt auch so. Ja. Ja, amerikanischer Stil. Helferfreundlich. Das kann man ja schon mal zugute halten. Hier ist nochmal die Getreidemühle. Ist auch irgendwas. Warum nutzt er nicht die Trigger, die mit Getreidemühle normalerweise mitliefert? Sondern sitzt da dann das Gitter hin. Ich verstehe es nicht so ganz. Oh. Oh, Leute. Also mit etwas Pech fliegt euch der Kram auch um die Ohren.
Guck mal, hier ist auch wieder, hängt offensichtlich. Scheinbar auch wieder noch ein zweites Gebäude irgendwie drunter. Da an der Seite triggert es nicht an, dann steht das ein bisschen schief drauf. Da sitzen die Umrisse. Irgendwie komisch. Also technisch ist das nicht so sonderlich sauber. 1125 Slots, wir haben den Hof noch gar nicht gesehen. Doch, wir haben den Hof gesehen. Gleich als erstes. Ja. Wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir uns jetzt die Böden an. Das ist die Standard Elm Creek. Und die Pflanzen auch so. Also da ist nichts. Nichts weiter. Ja. Es ist irgendwo. Ah, der Träger liegt ein bisschen tiefer. Das macht aber, glaube ich, in dem Fall nichts, weil das sowieso das Gitter ist. Hier schwebt es ein bisschen. Ja, wie gesagt, also technisch sauber ist anders. Aber vielleicht Zeitdruck, LS25, keine 2 Monate mehr. Kommt noch anderthalb. Ja, die Arkansas of America. Amerika. Oder so ähnlich. Arkansas von Amerikaner. Ja. Vielleicht was für kleinere Maschinen. Vielleicht kann man auch hier und da was retten. Wie gesagt, ihr könnt die ganze Karte kaufen. Könnt euch dann das umbauen. Auch noch irgendwie diese Halbwaldgebiete dazwischen. Könnt ihr immerhin kaufen. Was ihr dann damit anfangt, ist dann ja euch überlassen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.